Ein besonders absurder Fall von Selbstjustiz beschäftigt jetzt Notärztin Verena Fabius und ihr Team. Feuerwehrrettungsdienst, hallo? Ja, hallo, hier ist Katrin Kögler. Bitte kommen Sie ganz schnell hier hin. Hier ist ein schwer verletzter Mann, der liegt auf dem Boden. Okay, Frau Kögler, wo genau sind Sie? Sülzburgstraße 17. Vor der Tür liegt der. Und was genau ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mit dem Fahrrad hier vorbeigefahren und dann lag der da. Bitte kommen Sie schnell. Okay, Frau Kögler, die Rettungskräfte sind informiert. Bitte bleiben Sie als Melderin fort. Sie können jetzt auflegen. Okay. Als die Spezialisten am Einsatzort in der gutbürgerlichen Wohngegend eintreffen, versucht der leicht bekleidete Mann, sich gerade aufzurappeln. Setzen Sie sich mal bitte hin. Hallo, junger Mann. Ganz ruhig. Einmal hinsetzen. Setzen Sie mal hin. Ist gut. Wunderbar. Ja, genau. Ich bin gerade von der Arbeit gefahren. Da habe ich ihn erst hier liegend angetroffen. Dann ist er aber schlagartig aufgestanden. Ja. So, ist jetzt auch nicht wirklich ansprechbar, sehr orientierungslos. Okay. Ja, und was jetzt wirklich passiert ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen, ne? Wissen Sie noch, was passiert ist? Sind Sie gerade vorbei? Was ist passiert? Als wir hier eingetroffen sind, haben wir einen Mann vorgefunden, der multiple Schürfwunden überall hatte und eine sehr aufgeregte junge Dame. Die Sanitäter gehen von einem Unfall mit Fremdeinwirkung aus und informieren die Polizei. Außerdem macht der Verletzte einen verwirrten Eindruck. Mal anschauen. Ah, Scheiße. Oh. Kopf mal gerade lassen. Ah. Ja, müssen wir gleich einen Stiffneck drumlegen. Ah. Einmal anschauen. Augen. Wo tut's weh? Ich kann meinen Arm nicht bewegen. Den Arm können Sie nicht bewegen. Okay, das schauen wir uns gleich an. Einmal bitte mich bitte jetzt anschauen. Ja, wunderbar. Okay, gut. Kopfschmerzen? Nee, das tut weh. Es muss offensichtlich irgendeine Art von Trauma vorgelegen haben. Der Mann hatte mehrere Schürfwunden und auch eine Kopfplatzwunde an der Stirn. Im Weiteren hat er angegeben, dass er sich an seinem rechten Handgelenk verletzt hat. Es waren auch am Schlüsselbein einige bläuliche Verfärbungen zu sehen, sodass man hier von einem Trauma ausgehen musste. Am besten holen wir jetzt gleich die Trage und dann bringen wir ihn in den Krankenwagen. So. Geht das? Dann holen wir ihm die Trage raus. Ne? Wir müssen jetzt einmal die Trage holen, ja? Damit sie sich einmal auf die Trage legen können. Ja? Ich kann gehen, das ist schon okay, ich kann sich. Sitzen bleiben. Warte Sie mal einen Moment. Der verletzte Mann will sich nicht von den Rettungskräften untersuchen lassen. Offenbar hat er große Angst. Der Verdacht liegt nahe, dass er überfallen wurde. Wir müssen einfach das nicht. Schafft das! Was ist passiert? Wer sind Sie? Hey. Das ist mein Mann. Kommen Sie mal ein bisschen mit auf den Der Mann war sehr aufgewühlt und aufgeregt. Er ließ sich zunächst überhaupt nicht beruhigen. Normalerweise muss man solche Patienten, wo die Ursache bzw. das Ausmaß der Verletzung nicht sofort bekannt ist, sofort immobilisieren. Aber er war so aufgebracht, dass er das nicht mit sich hat machen lassen, sodass wir ihn, nachdem wir ihm den Stiffneck angelegt haben, zunächst einmal erstmal in den Rettungswagen verbracht haben. Können Sie sich das erklären, wie Ihr Ehemann jetzt hier hingekommen ist? Weil wir wissen das nicht, er ist hier aufgefunden worden. Sie sehen ja, wie bekleidet, also quasi fast gar nicht. Und es macht so den Anschein, als wenn er irgendwie angefahren worden wäre. Wissen Sie das? Das ist sein Arbeitsweg. Ich habe auf seine Arbeit angerufen. Er ist nicht pünktlich angekommen. Und hier auf der Arbeit. Fährt ihr Unterwäsche morgen zur Arbeit? Oder? Nein, natürlich nicht. Wo sind denn deine Sachen? Das wissen wir nicht. Ja. Wo haben Sie noch Schmerzen? Sie haben gesagt, am Arm haben Sie Schmerzen. Ja, ja, ja. Okay. Haben Sie hier Schmerzen? Das ist alles okay. Wir haben die fremde Ehefrau bei uns am Fahrzeug. Ne? Dann stört ihr euch hier nicht und es ist, denke ich, mal besser. Super, ne? Danke euch. Jo. Ja, das Wichtigste, was Michael und ich hier machen konnten, waren, dass wir die Ehefrau von der Situation entfernen, in der sich gerade ihr Mann befunden hat. Ihr Mann bedarf jetzt Hilfe durch die Rettungskräfte, sprich notärztliche Untersuchungen und notärztliche Versorgung. Und da ist sie einfach an der falschen Örtlichkeit, wenn sie an dem RTW steht und die ganze Zeit die Maßnahmen der Sanitäter und der Notärztin beobachtet. Michael und ich haben uns dazu entschieden, die junge Frau erstmal an unserem Streifenwagen zwischenzuparken. Wollen Sie stehen bleiben? Ja, ich mache Ihnen aber mal die Tür auf. Nicht, dass Sie, was hat er denn? Da ist gesperrt. Ganz ruhig, ja? Ist gesperrt. Hier ist zu.
Vorsehen! Ich muss den gar nichts, hier ist ein Sperr. Sie, da passen Sie nicht durch. Ich muss den Wohnwagen irgendwo hinbringen. Ja, was, wohin? Aber jetzt hier nicht. Trotz unserer sag ich mal, Vollsperrungsmaßnahme, die wir hier getroffen haben, mittels Verkehrsleitkegel, hat dann ein Verkehrsteilnehmer mit Anhänger hier in einem Wohnwagen auch noch versuchen wollen, diese Einsatzstelle, die absolut erkennbar gesperrt war, doch noch zu passieren. Ja, und das ist für uns natürlich ein Aufhänger, erstmal in Kontakt zu treten mit der Person, die hier vor der Einsatzörtlichkeit stand. Und die haben wir dann auch erstmal angesprochen, was er denn meint, warum er denn mit seinem Wohnwagen jetzt genau zu diesem Zeitpunkt hier durch die Einsatzstelle durchfahren muss. Dass der verletzte Mann etwas mit dem gestoppten Fahrer zu tun hat, ahnen Florian Winter und Michael Weber noch nicht. Auffällig lang diskutiert der Rentner mit den Beamten. Die Straße ist erstmal gesperrt, sehen Sie das? Da kommen Sie erstmal nicht. Wer ist denn in einem Wohnwagen? Ist da jemand im Wohnwagen? Ja, machen Sie mal ein Fahrzeug aus hier. Hallo. Machen Sie mal ein Fahrzeug aus. Ich habe einen Schlüssel, ne? Hallo. Wir bleiben im Auto. Im Gespräch mit dem Fahrzeugführer, den wir hier angehalten haben, mit dem Wohnwagen, vernahmen wir Geräusche aus dem angehängten Wohnwagen. Hier wurden die Gardinen bewegt. Hilfeschreie konnte man vernehmen. Wir haben dann sofort den Schlüssel vom Fahrzeug abgezogen, um zu verhindern, dass das Fahrzeug weiter bewegt wird. Was da aus dem Anhänger rauskam oder aus dem Wohnwagen, hat uns schon sehr überrascht. Junge Frau, kommen Sie. Was passiert? Oh mein Gott. Hey, hey, ganz ruhig. Was ganz passiert? Ruhig. Was ist ganz hier ruhig. Los? Ganz ruhig. Was machen Sie in dem Wohnwagen? Ich arbeite da drin. Wie, während der Fahrt oder was? Nein, ich weiß ja nicht, was passiert ist, du Arschloch. Hey, wer bist du? Hey. Du Schwein. Hör auf. Hör den Blödsinn auf. Hör den Blödsinn auf. Was soll das für die Wille sagen? Hey. Blödsinn auf. Den Blödsinn auf. Du kranker Alter, Mann, Hey. Das bringt nichts. Ganz ruhig, okay? Das versaut mir mein Gewerbe. Hey, setzen Sie sich mal ganz ruhig hin. Setzen Sie sich mal hin oder stellen Sie sich hin. Aber das bringt nichts, okay? Ja, da wir zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt gar keine weiteren Informationen hatten, war das für uns sehr überraschend, dass die junge Dame hier sofort auf den Fahrzeugführer zugelaufen ist, ihn beschimpft hat und versucht hat, hier ihn noch anzugehen. Von daher mussten wir die beiden Personen erstmal trennen und der Kollege hat sie dann erstmal beiseite genommen, hat sich erstmal die Verletzung von ihr angeschaut und ich habe mich dann um den Fahrzeugführer gekümmert. Ein Sanitäter soll die verletzte Frau in Augenschein nehmen. Die Prostituierte ist so aufgeregt, dass sie die Platzwunde an ihrer Stirn gar nicht bemerkt hat. Sie haben in dem Wohnwagen gearbeitet? Ja. Was ist da passiert? Ich war da mit einem Freier dran. Auf einmal ist das in Bewegung gekommen und es wurde immer schneller. Der Freier ist rausgesprungen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Was wurde schneller? Im Wohnwagen, Kopfverletzung. Im Wohnwagen. Okay. Hallo. Sie war wohl ungesichert im Wohnwagen, während der Fahrer drin. Aha. Wahrscheinlich durch Bremsmanöver irgendwie aufgeschlagen im Kopf. Bin da drin, du Arschloch. Also es ist grundsätzlich verboten, hier Personen in einem Wohnwagen mitzuführen. In einem Wohnmobil gelten andere Vorschriften. Hier sind auch Gurte auf den Sitzen, sodass es hier kein Problem ist. In einem Wohnwagen ist das grundsätzlich verboten. Wir machen gleich das Gewerbe kaputt. Verena, kannst du gleich mal... Ja, Scheiße. Hey. Nein, haben Sie mich verstanden? Ganz ruhig. Sie sind nur hier, um Ihnen zu helfen. Ganz ruhig. Hören Sie mal, ich erzähle Ihnen ja alles, aber ich brauche hier ein bisschen... Ruhig, wir sind doch hier, um Ihnen zu helfen. Frau darf nichts erfahren, echt? Okay. Verena Fabius wird mittlerweile klar, dass ihr Patient sich sehr gut an alles erinnern kann. Auch an seine Verbindung zu der Prostituierten. Ich meine, meine Frau und ich, wir haben unser zweites Kind gekriegt vor 9 Monaten. Seitdem läuft überhaupt nichts mehr im Bett. Und ich habe das ja versucht, das auszuhalten, aber das funktioniert gar nicht. Ich habe doch Bedürfnisse. Und die Frau da eben, die ist am Nuttenstrich. Da, der Prostituierte. Und da waren Sie? Ich war da heute, ja. Und ich fahre da jeden Tag vorbei, wenn ich von der Arbeit komme. Und das habe ich mir gedacht, ey, mein Gott, einmal ist keinmal. Ja. Und also, können Sie denn noch ungefähr erzählen, was dann passiert ist, als Sie dann... Ich war schon nackt, aber das Ding, also der Wohnwagen, der ist losgefahren. Und ich war mir alles scheißegal, ich wollte da raus. Also ich fand das alles so scheiß peinlich. Und ich bin dann einfach raus aus dem Fenster und aus dem fahrenden Wohnwagen. Aus dem Wohnwagen bin ich raus.
Also er hat uns berichtet, dass er die junge, leicht bekleidete Dame bei ihr auf ihrem Arbeitsplatz besuchen wollte, um dort über seine familiären Probleme hinweg geholfen zu werden. Er hat dann noch darauf bestanden, dass wir auf unsere ärztliche Schweigepflicht uns berufen. Was jetzt genau dazu geführt hat, warum Sie da waren oder auch nicht, darüber müssen wir schweigen. Da haben Sie vollkommen recht. Das bleibt auch unter uns. Die Sache ist die, ne? Sie haben selber gesehen, die Polizei ist auch noch hier. Und es ist eine ganze Menge Leute, die hier auch den genauen wissen wollen, was passiert ist. Sowas kommt immer raus. Wir haben Herrn Fleming dann schon nahegelegt, dass er selbst mit der Sprache rausrücken sollte. Wenn jetzt die Polizei auch noch mit eingeschaltet ist, möglicherweise kommt es zu einem Strafverfahren, was auch immer. Wenn es dann zu einem Gerichtsverfahren und so weiter kommt, kommen solche Geschichten eigentlich immer ans Tageslicht. Es macht da immer mehr Sinn, wenn man selber die Geschichte erzählt und als Ehefrau so etwas nicht über Dritte erfährt. Verena Fabius hält Wort. Sie bittet auch die Prostituierte gegenüber der Ehefrau stillschweigen zu wahren. Nur ihren Polizeikollegen übermittelt sie die neuen Erkenntnisse. Wenn Sie uns mal sagen würden, was mit dem Mann passiert ist, der auf der Straße lag hier. Irgendwer hat diesen Wohnwagen wohl abgefahren oder abtransportieren wollen. Ja. Und er hat Angst gekriegt, er war als Freier dort bei ihr und er ist aus dem Wohnwagen rausgesprungen. Jetzt macht es Sinn. Ja. Also der ist nicht angefahren worden. Nein, er ist aus dem Wohnwagen rausgesprungen, weil er Angst hatte, dass er entdeckt wird. Vollkommen eigenmächtig, ohne Fremdverschulden. Ja, okay. Absolut. Ja. Hat das schon, oder weiß wie, die Frau ja, das Nein. ist die Ehefrau, die Nein. da im Auto bei uns sitzt. Ne? Also wir dürfen da gar nichts sagen. Ich werde das auch nicht tun. Wir sagen auch nicht. Herr Fleming wird zur weiteren Abklärung und Diagnostik ins Krankenhaus gebracht. Man wird ein CT machen müssen von seinem Kopf, aber wahrscheinlich auch von seiner Wirbelsäule. Er hat Schmerzen im Rücken angegeben. Man muss da einfach abklären, nicht, dass da noch irgendwelche größeren Verletzungen, im schlimmsten Fall auch Brüche vorliegen. Wenn sich die Aussage des verletzten Freiers bestätigt, hat sich der Fahrer gleich mehrerer Straftaten schuldig gemacht. Die Polizisten sind gespannt auf die Version des Rentners. Ich habe schon, seit Wochen geht das nämlich so mit dieser Dame. Und seit Wochen rufe ich immer das Ordnungsamt an und es passiert nichts. Ja. Ja, und dann? Wir sind hier in einem Wohngebiet, Herr Wachtmeister. Wachtmeister, nett. Gut. Einer muss doch mal das in die Hand nehmen. Einer muss mal durchgreifen. Knallhart, erbarmungslos. Ne? Selbstjustiz. Nein. Sheriff, sind Sie Sheriff? Nein, überhaupt nicht. Aber wir haben hier Kinder. Bevor Sie weitererzählen. Und ja, ich habe doch der Dame so. Nur einen Denkzettel verpassen wollen. Hören Sie mal zu jetzt. Bevor Sie weitererzählen. Ja? Sie haben hier eine Straftat begangen. Sie haben einen Gegenstand gestohlen, den Sie auf Dauer behalten wollen. Ja, nein, ich wollte ihn doch jetzt Punkt. Wieder zurückbringen. Ja, Punkt. Okay, erzählen Sie noch mehr. So, Punkt. Fahrlässige Körperverletzung, weil hier Personen in dem Fahrzeug waren und Sie haben sich nicht versichert oder Sie wussten, dass die Leute drin waren. Sie wussten ja wahrscheinlich, dass die Prostituierte Ihrem Geschäft gerade nachging, oder? Ich bin doch langsam gefahren. Nein. Wissen Sie, was wussten passiert? Wussten Sie, dass da welche drin sind? Jetzt überlegen Sie, was Sie sagen. Also wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen, dass die Person, die hier den Wohnwagen angehängt hat, mit Vorsatz gehandelt hat. Er wusste, dass sich Personen in diesem Wohnwagen befinden, weil er hat ja schon im Vorfeld diesen Wohnwagen auch beobachtet. Und natürlich hat er sich hier strafbar gemacht des Diebstahls und eventuell der fahrlässigen Körperverletzung. Sie hängen jetzt hier den Wohnwagen ab, der wird abgeschleppt, ja? Und erzählen Sie mir nicht, ich bringe den wieder dahin, wo er hingehört. Das wollte ich Sie haben doch gerade. Nee, Sie haben jetzt schon versucht, den zu stehlen. Und das müssen wir jetzt erstmal unterbinden. Wir unterbinden gerade eine Straftat. Das heißt, Sie hängen den jetzt hier ab, der bleibt hier stehen, dann wird der abgeschlossen. Das gibt's doch gar nicht. Doch, das ist. Ja. Ja. Also, das gibt es. Ja. Ja. Wir überwachen das Ganze jetzt in Ihrer Gegenwart. Der die Dame Abschlepper oder Sichersteller ist auch informiert. Ja. Das Ganze kann sein, dass das auf Ihre Kosten läuft. Weil Sie haben den Wohnwagen von dem ursprünglichen Ort abgeschleppt. Lass ihn mal kommen, bevor der abgehängt wird. Und das ist einfach. Das gibt's doch gar nicht. Die Sie begangen das haben. Gibt's doch gar nicht. Der Rentner wurde wegen Diebstahl und Körperverletzung zu 1.500 € Geldstrafe verurteilt. Der Freier trug nur äußere Verletzungen davon und beichtete seiner Frau im Krankenhaus alles. Sie hat ihm verziehen. Die Prostituierte kam mit kleinen Schrammen davon.